ausgemustert, also hat die jetzt auch gar nicht mehr in Betrieb. Ich glaube, die steht vielleicht, ich weiß nicht, ob die nur eine kurze Zeit noch am Flughafen Amsterdam noch so zum Anschauen oder irgendwie stand, sodass man nochmal reingehen konnte oder so. Oder ob das jetzt immer noch da ist, keine Ahnung. Ich hatte es nämlich auf Aerotelegraph alles gelesen, aber ich habe es nicht mehr ganz genau in Erinnerung. Aber ich meine, die haben die jetzt auch schon komplett ausgemustert, also da ist keine mehr in Betrieb. So, da hinten stehen sie auch noch. Also krass, wie viel hier los ist. Aber ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass wir hier so in der Warteschlange stehen. Macht das Ganze nochmal viel realer und so auch. So, die andere, die Fokker F70 ist schon lange oben. Kann die MD-11 jetzt gut landen. McDonnell Douglas MD-11. Können jetzt auch zum Beispiel von St. Martin kommen, weil ich glaube, mit der MD-11 sind die auch nach St. Martin geflogen. Zumindest habe ich da auch mal Videos gesehen, wo auch die MD-11, glaube ich, in St. Martin gelandet ist. So, und gleich ist so unten Touchdown. Da ist sie gelandet. Die Old Lady wird die, glaube ich, genannt. Die Old Lady. Die alte Dame. Die MD-11. So, genau. Und wir fliegen heute, wie gesagt, mit der Königin der Lüfte. So wird ja die 747-400 auch genannt. Ja, und sowas hier, wenn man dann so in der Warteschlange steht. Wenn man in so einer Warteschlange und so dann steht, dann. Das wird ja auch alles immer bei der Fuel-Planung, also beim Planung, wie viel Kerosin mitgenommen wird, berechnet, weil wir verbrauchen ja im Moment jetzt hier auch Kerosin. Das ist genauso wie wenn ihr genau einen Motor laufen habt und so, der braucht ja dann auch immer ein bisschen Kerosin. Ist zwar nur minimal, also wie beim Auto halt, Motor minimal, aber Flugzeug verbraucht jetzt auch im Vergleich dazu, wenn es die Trieb, wenn wir jetzt Schub geben würden, verbraucht es jetzt im Moment natürlich auch viel weniger Kerosin. Haben wir das jetzt hier irgendwo mal? Fuel? Ne, steht jetzt hier nicht. Steht das vielleicht hier? Ich überlese es nur. Temperature. Das ist APU. Hydraulics. Fuel steht jetzt hier auch nicht dabei. Hier müsste es vielleicht stehen. Weiß ich jetzt nicht. Oder steht ganz hier unten. Crossway Total Fuel. Fuel Temperature. Ne, steht jetzt hier nirgendwo. Ich sehe es nicht. Jetzt kommt noch eine rein. Ne, im Moment sieht es gut aus, dass vielleicht mehrere jetzt auf einmal raus können. Ja, auf jeden Fall, auch wenn wir jetzt hier einfach nur stehen, brauchen wir ja trotzdem Kerosin. Also verbrauchen wir ja trotzdem Kerosin. Und sowas wird halt auch immer bei der Planung vom Fuel, was halt benötigt wird, mit einberechnet. Dass halt irgendwie, ich weiß nicht, ob es unter die Taxiway-Time fällt oder so. Weiß nicht, wo es drunter jetzt mit runterfällt, also wozu das mitberechnet wird. Auf jeden Fall, okay, die andere KLM, die jetzt hier als nächstes vor der Bahn, also die im Moment jetzt vor der Bahn steht, das heißt, die zwei vor uns, also die vorderste jetzt vor uns hier, also nicht die auf der Bahn, sondern die, die als nächstes dann draufkommen würde, die fliegt nach Birmingham. Genau, also selbst wenn wir hier stehen und die Triebwerke laufen, verbrauchen wir ja schon Kerosin. Ist wie gesagt zwar minimal, verbrauchen wir vielleicht, was weiß ich, 50 Kilogramm pro Stunde oder so. Oder ja, vielleicht auch bei dem großen Flugzeug ein bisschen mehr. Es rechnet sich dann natürlich dann auf die Triebwerke hoch und dann sind es immerhin ein paar Kilogramm oder fast schon eine Tonne, die man natürlich dann hier beim Warten verbrauchen kann, je nachdem wie lange man natürlich wartet. Wenn wir jetzt natürlich noch viel weiter hinten ständen, irgendwie da hinten, dann würden wir natürlich nochmal länger warten. Und da kommen auch nochmal zwei, da kommt noch einer. Da kommt jetzt auch, die Cathay Pacific scheint hierher zu rollen. Ist die jetzt auch raus will dann. Ich weiß gar nicht, Cathay Pacific, wo fliegen die dann hin? Irgendwo in Raum Asien dann, aber ich weiß nicht, Cathay Pacific. Ist es Hongkong, Cathay Pacific? Wir sind doch auch schon mal mit einer 777 von Cathay Pacific geflogen. Das war Cathay Pacific, glaube ich, oder? Naja, auf jeden Fall, wird sowas halt dann wahrscheinlich auch mit bedacht, je nachdem, was ein Flughafen natürlich ist. Wenn es ein großer Flughafen ist, wird es immer mit kleinen Flughäfen vielleicht jetzt nicht so, weil da wahrscheinlich eher nicht so viel los ist. So, die vor uns geht nach Manchester dann. Wissen wir auch, wo alle hinwollen. Und, genau, also sowas, wo man halt hier immer in der Schlange steht und so, das Kerosin, was da verbraucht wird, wird halt auch immer mit berechnet, wird auch immer, geplant, wie viel da jetzt noch zusätzlich benötigt wird, falls man hier in der Warteschlange steht. Das gleiche wie wird auch, was auch mit einberechnet wird, ist, was auch mit einberechnet wird, wenn man dann zum Beispiel ein Holding am Zielflughafen steht, fliegt, wenn viel los ist, dass man nochmal kurz ein bisschen Fuel hat für ein Holding, also so eine Warteschlange
in der Luft dann fliegt, also Holding, genau, in so einem Kreis nochmal in der Luft fliegt, falls viel los ist und man erst später freigegeben wird zur Landung, weil halt einfach gerade so viel los ist, dass man jetzt nicht direkt landen kann, sondern erst noch ein bisschen warten muss und das halt in dem Holding, das Holding halt dazu da ist, dass man das Holding halt fliegt, um zu warten. Genau, und dann ist natürlich auch die Frage, man hat halt natürlich auch eine gewisse Zeit, die man eingeplant hat für das Holding und wenn die natürlich dann aufgebraucht ist und dann kein Sprit mehr, nicht mehr genug Sprit dann ist, irgendwann überlegt man sich natürlich dann auch, ob man dann vielleicht einen Ausweichflughafen anfliegt, anstatt jetzt auf den eigentlichen Zielflughafen anzufliegen, weil das langsam zu lang dauern würde mit dem Holding, weil irgendwann ja auch zu wenig Kerosin da ist. So, ich trinke mal kurz was. Und jetzt geht die KLM 737-700 hier schon auf die Bahn, auf die 27, fliegt dann nach Manchester. Guten Flug wünschen wir dir. Und dann sind wir gleich dran, dann geht's für uns wieder auf die Langstrecke. Ja, wir sind letzte Zeit ziemlich viel Langstrecke unterwegs. Letztes Mal sind wir New York, London geflogen. Heute geht's Amsterdam nach St. Martin. Genau, in die Karibik geht's heute. Naja, jetzt ist ordentlich was los. Also vorhin, als wir da geschaut haben im Pushback und so, da war noch nicht so viel los. Da war hier eigentlich so gut wie gar nichts los. Und jetzt kommen ganz viele Flugzeuge auch noch. Wobei die Cathay Pacific Maschine, die rollt woanders hin, die ist vielleicht da hinten, war die vielleicht beim Holiday Parking sozusagen, hat also geparkt, über Nacht stand die da oder so und jetzt für den nächsten Flug wird die jetzt zur, vielleicht auch geschleppt dann zum Gate, dann steigen die Passagiere ein, wird betankt, Fracht kommt an Bord und so und dann fliegt sie irgendwann später weg. Genau, aber nach Hongkong oder so könnte das glaube ich sein. So, dann geht's jetzt weiter mit der Before Takeoff. Before Takeoff Procedure. So, Taxi Light geht auf On. Alle anderen Lichter hier gehen auch auf On. Und hier ebenfalls Run and Turn Off. Ne? Falsch geklickt. So, Nav Light geht auf On. Strobe und das Logo Light. Ne? Geht anscheinend nicht, will nicht. Gut, dann nicht. Terrain Display geht auf On. So, und dann sind wir durch. Before Takeoff Checklist. Flaps 20 Set. So, da sehen wir jetzt hier auch das Terrain. Wobei wir sind ja hier eigentlich direkt vom Wasser umgeben und befinden uns eigentlich knapp auf 0. Wenn nicht sogar, ich glaube, wir befinden uns ein bisschen unter 0 sogar. Wobei hier steht jetzt 3 Meter. Wobei, wenn wir nochmal die Höhenmesser nochmal richtig einstellen, jetzt 1 Meter, also knapp auf 0 Meter befinden wir uns. Wenn nicht sogar ein bisschen unter 0, meine ich sogar. So, jetzt sind wir aber, müssen wir mal langsam nachfragen. Freigabe antworten, nicht, dass jetzt noch einer kommt und hier vor uns landen will. Damit es dann auch mal vor uns jetzt losgeht hier. Okay, wir haben die Freigabe, das heißt, wir rollen auf die Bahn, haben die Warteschlange jetzt hier erfolgreich überstanden sozusagen, war ja nichts Schlimmes. War eigentlich ein ganz realistischer Fall, was auch in echt hier eintreten kann. Und wir rollen jetzt auf die Startbahn, da kommen echt nochmal einige andere Flugzeuge jetzt hier hinter uns, mein lieber Mann. Jetzt ist hier ordentlich was los, es scheint eine 2 Air France Maschinen zu sein. Naja, jetzt geht's hier ordentlich los, jetzt hat hier der Flughafen ordentlich was zu tun. Jetzt gehen hier viele Maschinen raus. Unter anderem starten wir jetzt genau und fliegen jetzt ab in die Karibik, ab in den Süden sozusagen, genau zur Sonne nach St. Martin geht's jetzt. Wir sind in line with the runway. Heading is checked. Heading 20 runway and heading sind checked. Wir haben die Freigabe für den Takeoff. Machen jetzt wieder das normale Takeoff Procedure, wie wir es auch letztes Mal mit dem Flugzeug gemacht haben. Bremsen ziehen. N1 auf 70%, N1 haben wir hier die Anzeige. Genau, diese vier sind für jede Engine 1, 2, 3 und 4 und dafür die N1 Anzeige. Die erhöhen wir auf 70%. Solange halten wir die Bremsen, dann lösen wir die Bremsen, drücken den Toga-Knopf hier auf dem, hier. Dann beschleunigt das Flugzeug automatisch so, wie wir die Takeoff Leistung eingestellt hatten. Vorhin im CDU haben wir ja auf normalen Takeoff gemacht und dann beschleunigt und dann bei V-Rotate heben wir ab. Okay, also, wir ziehen die, geben gleich die Sicht so, damit wir unten hinklicken können. So, Bremsen ziehen, wir erhöhen die Leistung auf ungefähr 70%, muss nicht genau 70 sein, aber so in dem Dreh. Sollten halt nur möglichst lang, nicht so möglichst lang dafür brauchen, die Bremsen sollten wir nicht allzu lang halten müssen. Wollen natürlich auch ganz schön belastet werden. So, ich würde sagen, das passt, Engine Stabilized. Und dann Toga-Knopf und let's go. Take off. Wir beschleunigen. Und das Flugzeug setzt sich in Bewegung. Die Königin der Lüfte, the Queen of the Skies, beschleunigt hier. Genau, wird auch nochmal durch den Pfeil hier verdeutlicht, dass wir ordentlich beschleunigen.
halten das Flugzeug schön in der Mitte. Oh, jetzt habe ich wieder Schubregler wieder zurückgenommen. Okay, wir beschleunigen weiter, halten es schön in der Mitte. Und dann bei V-Rotate geht's ab in die Luft. 100 Knots, checked. Gleich V1, dann kommt der Callout, Rotate. Brauchen wir schon ordentlich Startbahnlänge, wir haben auch ein großes und schweres Flugzeug. Ordentlich beladen heute. Okay, Rotate und es geht ab in die Luft. Da erheben wir uns in die Luft. Wir sind jetzt im niederländischen Luftraum. Genau, da rollen auch hier ein paar Flugzeuge lang. Positive Rate, Gear Up. So, da ist die Cathay Pacific. Da rollt auch eine KLM Boeing 737. Und jetzt starten wir hier auf dem Flughafen. Amsterdam Schiphol, da landen noch nochmal zwei Flugzeuge auf der Landebahn 27, sind im Anflug. Überfliegen jetzt hier nochmal die Startbahn. Da ist nämlich auch nochmal eine Startbahn hier etwas weiter abgelegen. Werfen nochmal einen Blick auf den schönen Flughafen Amsterdam Schiphol. Ist schon ein richtig großer Mega-Airport. So, schöner Start war das jetzt hier auf dem Flughafen. Wir machen... So, Frequency Change Approved. Wir stellen einfach mal hier die andere Frequenz ein. So, und da schon ist der Funkverkehr weg. So, wir... Ah, TCAS, habe ich ganz vergessen. Ah, gleich. Haben wir es. Machen wir es jetzt schnell. So, TCAS ist aktiviert. So, jetzt sehen wir auch, dass hier ordentlich Flugzeuge... Ne, ich habe es gerade auf Test gehabt, deswegen ist noch diese Anzeige hier. So, ich habe es nämlich gerade auf Test eingestellt. So, LNAV und VNAV sind an. Wir machen CMD auch an. Flaps gehen hoch. Landing Gears up and off. Okay. Wunderbar, wir beschleunigen. Na, und jetzt soll er einfach hier auf die Route. Aber der kann doch eigentlich direkt dahin fliegen. Was macht er denn jetzt? Mal hier das jetzt mal so. Dass nicht diese komische Kurve da jetzt fliegt. So, kann er hier nach links eindrehen, direkt zu dem Wegpunkt Whiskey Oscar Lima Lima Alpha fliegen. So, wir befinden uns schon auf 4000 Fuß. Sehr gut, Steigflug hat, Start hat wunderbar geklappt. Sind jetzt hier im perfekten Climb. Flaps 5, Flaps 1 und dann sind wir gleich bei Flaps Up. So, wunderbar. Flugzeug beschleunigt, sieht alles sehr gut aus. Fliegen jetzt erstmal hier aufs Meer raus und dann wieder scharfe Linkskurve, dann wieder aufs Festland drauf zu. Genau, so sieht's aus. Da hinten haben wir den Flughafen. Guck, ist hinter uns jetzt noch eine gestartet? Ja, die Fokker F70 scheint gestartet zu sein. Und sonst, ja gut, sehen wir jetzt nicht mehr, ist zu weit weg. Es sind wahrscheinlich noch andere Flugzeuge jetzt im Anflug. Da waren ja zwei hintereinander direkt im Anflug. So, Flaps sind gleich ab, sind gleich eingefahren. Sehen wir auch hier, Flaps sind jetzt so gut wie drin. Zeigen sich auch die Anzeige an. Wenn der weiße Balken weg ist, dann sind die Flaps eingefahren. Wobei, ich glaube, das ganze Ding verschwindet dann hier. Oder es bleibt da, kann auch sein. Oder es dauert noch kurz, dann geht es auch weg. So, genau, dann drehen wir es gleich nach links ein, steigen jetzt weiter, sind jetzt gleich auf 10.000 Fuß. So, After Takeoff Checklist. Landing Gear up and off. Flaps up, no lights. Genau, jetzt ist es hier nämlich auch weg. So, ich hatte es irgendwo vergessen mit dem... Genau da, bei der Takeoff Procedure habe ich Taxi Light off on, haben wir gemacht. Und dann bin ich direkt auf Lights on gegangen. Habe ich hier TCAS, T-H-R-A, habe ich da total vergessen. Aber jetzt haben wir es ja hier richtig eingestellt, ne? T-A-R-A. So, genau, Funkfrequenz haben wir geändert, dass wir nicht die ganze Zeit im Hintergrund Geräusche haben. Barrel Reference könnt ihr jetzt auf Standard, müssen wir einmal hier draufklicken und es ist auf Standard. Genau, sagen wir, sind wir auf der Transition Altitude. Ich weiß nicht, wo sie hier in den Niederlanden genau liegt, die Transition Altitude, aber ganz gut, soll das jetzt passen für Standard. So, genau, wir fliegen ja heute, wie gesagt, bei realem Wetter. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell jetzt mit den Windbedingungen aussieht, können wir hier gar nicht nachgucken, wir können mal kurz gucken. Ob wir, wenn wir auf Amsterdam, kriegen wir nicht mehr, doch, da haben wir es noch, Amsterdam. Kurz ATIS mal abhören. Kurz mal hier die Wettervorhersage, ist ja sozusagen die Wetteransage. Okay, wir haben 3 Knoten Wind, 20 Meilen Sichtweite, Lage am Himmel ist klar, Temperatur 10 Grad. Und da sind die Altimeter, das ist ja gut, das reicht schon. Ja, das andere ist Schiphol Tower. So, okay. Dann läuft es noch einmal komplett fertig jetzt da durch. Und wir fliegen jetzt hier schön weiter, erhöhen jetzt auch mal die Simulationsrate auf 4-fach schon mal. Genau, ich werde dann eh während des Fluges irgendwann, wenn wir auf Reiseflughöhe sind, dann unterbrechen und dann
ohne Aufnahme weiterfliegen und dann werden wir uns der Destination Princess Juliana International Airport, wenn wir uns St. Martin dann nähern, wieder weitermachen. Genau. Und am Start wurde hier automatisch LNF und VNF wunderbar dann, war ja gearmt, wurde dann automatisch wunderbar aktiviert. Und den CMDA haben wir jetzt auch schon an. Wir steigen hier auf 31.000 Fuß, also auf 9.440 Meter Reiseflughöhe. Wir haben jetzt 10.000 Fuß erreicht. Landing Lights gehen off. Und Altimeters sind auf Standard. Genau. Und dann geht es erst weiter mit dem Descent Procedure. Also sind wir soweit durch, können jetzt also uns darauf konzentrieren, die Instrumente zu kontrollieren, dass mit dem Kerosin und so weiter alles hinkommt. Und sonst generell halt alles gucken, dass alles passt. So, ich würde auch sagen, wenn wir dann hier bei Golf Oscar Romeo Lima Oscar links eingedreht sind und dann hier über Whiskey Oscar Oscar Delta Yankee geflogen sind, dann rechts eingedreht sind, erhöhen wir die Simulationsrate noch ein bisschen mehr. So, jetzt gucken wir nochmal nach Discontinuities hier im Flugplan, dass wir die noch rauslöschen. Da haben wir eine. Genau, hier haben wir den Wegpunkt nämlich zweimal, dann überschreiben wir einfach den einen. So. Und da haben wir noch hier eine Discontinuity, die geht auch noch raus. So. Perfekt. Der Mars sieht auch super aus. Und hoffen wir mal, dass wir heute auch wieder einen schönen Flug mit der 747 haben werden. Der letzte Flug, die Strecke Frankfurt-Washington, die wir da geflogen sind, letztes Mal mit der 747-400. Unser erster Flug, wo wir hier mit dem Add-on iFly 747-400 V2 geflogen sind. Genau, das erste Mal, wo wir das hier verwendet haben. Der war ja schon richtig gut. Und hoffen wir, dass wir heute auch einen schönen Flug haben werden. Dann mit einem schönen, richtig schönen Sichtanflug hoffentlich. Genau, wir machen ja nur einen Sichtanflug, anderes geht ja nicht. In St. Martin müssen wir von Hand landen. Schönen Sichtanflug dann auf dem Flughafen Princess Juliana International Airport. Und ihr seht, da ist ordentlich was los um uns herum hier. Wir fliegen ja auch hier im Raum Amsterdam. Da ist ja der Flughafen Amsterdam-Schiphol, wo wir gestartet sind. Und da ist ordentlich was los. Da haben wir hier einen ziemlich großen Airport. Dann haben wir hier links auch irgendwo Rotterdam jetzt unter uns. Sind also jetzt wahrscheinlich schon aus den Niederlanden rausgeflogen. Genau. Und fliegen dann jetzt gleich über Belgien wahrscheinlich jetzt hier so drüber. Und dann geht es irgendwo hier runter und dann hier rüber. Oder noch weiter runter und dann hier rüber. Und am Tag sollten wir landen. Wir sind jetzt ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Uhr wir jetzt rausgekommen sind. War jetzt wahrscheinlich irgendwie 8 Uhr, 9 Uhr, irgendwas in dem Dreh. Und dann sollten wir planmäßig irgendwann um 12 Uhr vielleicht ankommen oder so. Ich habe mal geguckt, da ist nämlich, genau von dem Flug, wo ich die Flugnummer her habe, nämlich Flight Number Kilo Lima, also KL785. Von dem Flug, der ist um 8 Uhr irgendwann morgens in Amsterdam losgeflogen und dann um 12 Uhr, also Ortszeit immer, 8 Uhr Ortszeit, 8.40 Uhr Ortszeit in Amsterdam losgeflogen und 12 Uhr irgendwas Ortszeit in St. Martin dann gelandet. Also wir werden heute auf jeden Fall dann, wenn es hell ist, landen. Wir werden auch nur fliegen die ganze Zeit, wenn es hell ist, es wird nicht dunkel werden.